Ja, hallo meine Lieben, bevor wir mit den heißesten Fashion-Trends für den Sommer beginnen, schnallt euch an und schaut euch mal dieses Outfit an, was der Adi da trägt. Bitte müsst weiter runterfahren, sieht man das? Eine klassische Schlaghose. Merkt euch das, druckt euch das aus, weil das werdet ihr nie wieder an mir sehen. Das hat heute einen bestimmten Grund. Ich bin auf einer legendären Hippie-Party am Obweg. Aber Hippie, das müsst ihr euch unbedingt merken, denn das ist absolut Megatrend für Sommer. Ja, meine Damen, und bevor wir zu euch kommen, ich würde sagen, schauen wir uns einmal an, was die Typen so tragen. Gell? Weil die sind ja, uns Männern wirft man immer vor, wir sind ja nicht so modemutig. Aber bitte, ich habe heute wirklich ein paar gute Beispiele, wo sich jeder dort zu Hause was abschneiden kann. Denn für uns Männer gilt im Sommer, ein bisschen Mut haben, ruhig Farbe bekennen und, wo man gesagt hat vor ein paar Jahren, nein, auf keinen Fall, Blumenprinz. Ja, Männer dürfen Blumen zeigen, Blumen tragen, alles erlaubt. Ja, meine Damen, das Wichtigste, was ihr beim Hippie-Look merken müsst, ist, auf gut steirisch scheißt euch nichts. Ihr dürft alles untereinander, miteinander kombinieren, mixen und matchen und auch Muster, wo ihr vielleicht vor ein paar Tagen noch gesagt habt, oh, das traue ich mir gar nicht, das passt gar nicht. Traut euch was, gebt Gas, es ist wirklich alles farblich, mustermäßig erlaubt. Ja, und für alle, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, das ist mir alles zu wild, was der Adi da erzählt, ganz einfach ein Tipp habe ich, nehmt nur ein Teil mit einem auffälligen Muster und kombiniert irgendwas Schlichtes, Uniformes dazu, dann erfüllt es wunderbar den Dresscode und es ist nicht ganz so wild. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren und Love and Peace.